Okay. Na gut, Blitzschlag ist blöd. Was? Bau halt eine Notfallkuppel, wo dann, wenn Not am Zwerg ist, was reinbauen kannst. Ach so, meinst du, hier eine Kuppel herbauen und dann sagen, ja, okay, wenn wir es dann brauchen, machen wir es dann. So nach dem Motto. Ninix, Dankeschön für 100 Biddies. Ninix 1 cheert. X100. Vielen lieben Dank dir für 100 Biddies. Dankeschön. Irgendwer sagt Hi. Na dann, erstmal Hi. Ja, das, ich hatte das tatsächlich mit der Kuppel mir überlegt, ob wir hier nicht eine normale... Mir würde eine mittlere Kuppel hier halt einfach generell besser gefallen, weil ich die Treibstoffraffinerien auch wegbauen wollte, ne? Also die wären bei Zeiten tatsächlich, wären die mal irgendwo anders. Wir haben jetzt so viel noch auf Halde. Ich würde die gerne hier drüben irgendwo noch aufbauen, so hier oder so. Weißt du, wie ich meine? Dann wenn wir dann sagen würden, okay, pass auf, wir verlagern die, dann der Rest ist ja auch optional. Den haben wir ja auch nur nice to have irgendwie. Wo ist denn das mit dem Sprit? Großer Wassertank. Mhm. Treibstoff. Hier. Warte, was kostet uns das Ding? 445. Ja, da haben wir gerade nicht so viel davon. Von den Maschinenteilen. Das sparen wir gerade ein bisschen drauf. Okay. Okay, wie schaut es jetzt hier aus? Das schaut 8,8. Ist halt auch mega hart, was wir pro Sol jetzt hier plus machen. Aber wir brauchen auch halt tatsächlich super viel Polymere auch aktuell. Und an Polymeren sollte man nicht sparen. Ja, Luis, ich forsche so nach und nach durch. So entspannt, ne? Das Stück für Stück. So. Hier, unser Strom ist voll. Oder so gut wie voll. Und die brauchen halt eben Maschinenteile. Und also das ist unsere Baustelle gerade. Polymere. Oh, verflucht. Okay. In drei Sols. Wir müssen uns überlegen. Ich hoffe, bis dahin der Staubsturm ist dann durch. Und dann müssen wir uns tatsächlich überlegen, dass wir rechtzeitig unsere, unsere Laser anschalten, damit die repariert werden können. Was mit der Kuppel passiert? Hat Fehlfunktion, Drohnen können das reparieren, okay. Ja, was hat die für Fehlfunktion? Ist da Blitz eingeschlagen oder was? Ist ja schon. Ah ja, hier wird geschweißt. Schön. Drei Mars-Tage quasi, Bloodcat. Oder Sol müsste eigentlich ein Erdtag sein normalerweise, oder? Oder ist das universell gleich? Ich weiß, für jeden bestimmten Körper, also Himmelskörper dann. So, nachts minus 38. Ich sehe es jetzt einfach als drei Mars-Tage, weil hier unten läuft ja auch ein Tageszyklus durch. So. Hier läuft unser Strom auch für die Nacht. Ich würde mir das tatsächlich überlegen, ob wir tagsüber diese zwei Arbeitsschichten nicht ausschalten bei dem Ding und die nur nachts laufen lassen. Ich glaube, ich finde die Idee ganz, ganz geschmeidig eigentlich, dass hier nachts halt als Energieunterstützung das läuft und tagsüber diese Leute woanders untergebracht werden, dafür allerdings hier nur Geologen arbeiten. Fände ich irgendwie sehr attraktiv, die Idee. Was meint ihr? Was meint ihr? Ja, ausprobieren, das müssen wir halt mal gucken, was das dann für ein Output hat. Schatzjagd. Es ist eine Karte. Nach einigen Schwierigkeiten konnten deine Wissenschaftler den seltsamen Code entschlüsseln. Bei der Nachricht handelt es sich um eine Karte. Es wurden eine neue Planetenanomalie entdeckt. Das X markiert die Stelle, eine Expedition zu den Koordinaten schicken. Okay. Die Chiffre. Ach, das war das, was wir gerade geforscht hatten. Oh, sind wir schon so weit? Krass, oder? Okay, was haben wir hier nochmal gleich? Ich wollte nämlich nochmal gucken, was wir hier noch eben brauchen. Farmen erhöhen den Komfort aller Wohnräume in der Kuppel. Das ist für die eine Kuppel tatsächlich interessant. Das sind die größeren Seen. Das wolltet ihr ja auch haben.
Technologie interessiert mich gerade nicht. Raffinerie und Fabrik-Upgrade. Erhöhe die Produktion und den Stromverbrauch. Okay. Die Batteriekapazität von Drohnen wird um 50% erhöht. Das ist tatsächlich auch interessant. Und Mediziner haben mehr Leistung. Drohnen bewegen sich viel, viel schneller. Hawking-Institut, das können wir, glaube ich, noch gar nicht. Riesige Nutzpflanzen, die eine erhöhte Nahrungsproduktion haben. Ich glaube, das wäre mit der Nahrungsproduktion. Dann könnte man halt auch wieder ein bisschen einsparen. Betankte Extraktoren, mehr Produktion. Ja. Arkologie, ein Spitzengebäude. Bietet komfortablen Wohnraum für viele Kolonisten. Das reizt mich gerade. Würde mir das mal gerne anschauen. Und welches sagt, Drohnengeschwindigkeit ist super. Okay. Werden wir auch machen. Werden wir auch hinterher machen. Ich glaube, das ist alles wichtig. Vor allem, weil wir so wenig Drohnen gerade haben. Und die halt oft überlastet sind. Wäre das, glaube ich, so eine Sache, die würde mich schon auch interessieren. Okay. Nahrung. Es ist tatsächlich eine Überlegung wert, ob wir nicht hier nur noch Saatgut herstellen. Weil das, ganz ehrlich, für die zwei... darauf ist dann letzten Endes auch noch egal. Dann können wir alles auf Saatgut umstellen. Ich halte das für durchaus eine legitime Geschichte, dass wir nur noch Saatgut produzieren. Da haben wir 6 Stück von und wir brauchen das Saatgut ja auch hier für die Flechtengeschichte. Gras können wir ja leider noch nicht. 32 Leute in Spitze ist schon nicht schlecht. Top, ja. Also so eine Spitze mit 32 Leuten ausgestattet, nochmal als reine Wohnraumkuppel, fände ich das halt mega. Ich möchte auch gerne mal gucken, ob wir nicht irgendwann das Bioscaping nochmal ein bisschen schöner machen können. Aber wie gesagt, was auf jeden Fall jetzt als erstes passieren wird, ich will ja diesen Strang hier, würde ich ja gerne hier rüber verlegen. Also hier so ein bisschen Freiraum machen, dass wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Das heißt, ich würde gerne gucken, dass wir hier, das können wir eigentlich schon mal anplanen. Warte mal ganz kurz, zeig mir mal bitte die Reichweiten an. Wir können hier super easy hier, also wenn ich jetzt hier runter gehe und hier rüber gehe, müsste das sogar hier eigentlich ganz gut aufgehen, dass wir hier drüben bei dem Punkt, bei dem Knotenpunkt ankommen. Lass mal schnell schauen. So, machen wir das mal so. Dann haben wir hier nämlich eine Querverbindung. Dann fangen wir an, auch hier noch eine Stromkabel reinzubauen. Da haben wir hier nämlich auch eine schöne Verbindungsgeschichte. Müssen wir natürlich auch jetzt hier nochmal mit Schaltern und Zeug und auch mit Rohrventilen arbeiten. Das ist, glaube ich, obligatorisch dann auch. So, machen wir hier mal, dann können wir hier dicht machen. Wenn wir brauchen. So. Schalter machen wir auch rein. Einfach um den Stromfluss abzutrennen, wenn es denn notwendig wäre. Dass wir hier ganze Bereiche einfach abschalten können, wenn es drauf ankommt. Ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. So. Okay. Achso, hier dauert noch ein bisschen Blue Eyes. Wir werden ja auch heute noch ein bisschen Marbles, glaube ich. So. Was, 10 Minuten eine ganze Gummibärchentüte zu essen, ist keine so gute Idee. Juli, was geht denn? So. Okay, Freunde. Mods, könnt ihr mir nochmal so 6 Namen geben? Aus dem Raffle? Wäre doch voll gut. Ah, die Laser müssen wir aktivieren, meine Lieben. Ja, da hat noch ein bisschen Zeit. Ich warte noch schnell, bis die Mods mir ein paar Namen gegeben haben. Dann könnten wir das hinbekommen. Ah, da ist der Raffle zu, meine Lieben. Jetzt geht nichts mehr. Ihr müsst euch die Tickets immer wieder holen, wenn ihr... Weißt du? Der Saft bringt die Kraft. Das Abenteuer lacht. Die Gummibärchenbande. Finde ich mega. Großartige Serie. Habe ich so gerne früher geguckt. Also ist schon ein bisschen her, ne? So. Neue Kids für das Land. Einer der jüngsten Bewohner der Kolonie. Studiert in Schule. Kind. Spezialisierung? Keine Spezialisierung. Kindertagesstätte. Arbeitsplatz. Schule. Arbeitsplatz. Schule. Finde ich ein sehr interessantes Konzept, meine Lieben. Empfindet ihr das auch als Arbeit? Ich weiß es nicht.
Okay. Alles gut, Silvina. Alles gut. Wir vergeben das gleich, sobald ihr das habt. So, wie viel haben wir da? 75 auf 39 auf 27. Es bessert sich gerade alles. Auf Baustellen ist tatsächlich alles geliefert. Hier ist auch alles auf Baustellen. Was fehlt denn eigentlich dann auf Baustellen? Wahrscheinlich nur diese elektronischen Komponenten gerade, oder? Hier sind auch tatsächlich nicht so viele hier im Umlauf gerade aktuell. Warum ist das so? Hier werden ein paar gespeichert. Hier liegen ganz, ganz viele auch rum. Hier liegen auch ein paar. Hier haben sie auch ein paar hingebracht. Das ist natürlich ein interessantes Konzept auf der Seite. Okay. Na gut. So, dann schauen wir mal, was die Mods mir an Informationen geben. Ich glaube, das schaut gut aus. Ich glaube, da sind ein paar Leute tatsächlich neu dazugekommen, die jetzt hier Bewohner werden. Großartig, oder? Wie viel Kaffee hattest du heute schon? Gummibären hüpfen überall. Viel Kaffee. Viel Kaffee hilft viel, meine Lieben. Also für mich. Juli ist dabei. Juli ist dabei. Wen haben wir hier noch? Jillis. Ich glaube, ich habe das richtig gesehen. So, Jillis ist drin. Und dann haben wir noch Mipa. Mipa ist auch dabei. Quazzle. Quazzle Boy. Auch drin. Hier haben wir noch Moinsen. Moinsen ist dabei. Und Hummelblitz. Hummelblitz kriegt auch seinen Namen in der Kolonie. Herzlich willkommen euch allen in der Kolonie. In der schon sehr lange keiner mehr eines nicht natürlichen Todes gestorben ist, meine Lieben. Mal ganz kurz drüber nachdenken. Man muss sagen, unsere Kolonie hält erstaunlich gut stand gerade. Juppi, ich bin Marsianer. Endlich, endlich. Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht, meine Lieben. Okay, so. Wir bauen jetzt Folgendes. Wir werden jetzt hier mal ein bisschen rumexperimentieren dann mit der Energie. Am nächsten, wir werden jetzt dann gleich mal anfangen. So, mach mal, sagen wir mal, standardmäßig bei 10 Stunden vor Katastrophe aktivieren wir alle Laser. Dann haben wir nämlich vielleicht gerade den Tag erwischt. Jetzt geht die Sonne gerade auf. Wir produzieren gleich mehr Energie. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Jetzt geht er ins Plus. Okay. Alle Laser gehen jetzt an. Alle Laser werden repariert, richtig? Ja, alle Laser müssen gerade repariert werden. Natürlich auch wieder mit elektronischen Komponenten, die wir hoffentlich jetzt nach wie vor gut produzieren können. Oh Mann, hier ist halt echt Chaos pur drin. Wie schaut es hier aus? Da machen wir tatsächlich Minusenergie gerade. Wir erhöhen mal ganz kurz den Arbeitsbedarf, um das auszugleichen. Hier schaut es gut aus. Und hier in der Mars-Uni wird ausgebildet. Wie bescheuert wird hier ausgebildet. Okay. Ich bin tatsächlich gerade versucht, noch eine zweite Uni anzuschalten. Unsere eine Uni scheint nicht ganz hinterher zu kommen. Ey, wir haben 78 im mittleren Alter. Die werden alle Rentner irgendwann. Okay. In 2 Stunden geht's los. Die Laser scheinen nacheinander alle anzuspringen. Scheint alles zu, repariert worden zu sein. Wir sammeln tatsächlich auch hier hinten schon die ersten Maschinenteile und elektronischen Komponenten. Also es ist hier schon verteilt in der Kolonie. So, da ist der Sturm, meine Lieben. Wir machen gerade minus 29 Strom. Gut, liegt aber auch an den Lasern, muss man ganz klar sagen. So, lass mal gucken, wo kommt das Zeug runter? Wir gucken mal gerade. Da unten. Apropos, ich würde mal ganz gern Folgendes machen. Ich würde mal ganz gern unsere Fahrzeuge heimholen, die jetzt vielleicht irgendwo unterwegs sind. Weil ich habe so ein bisschen Bedenken, dass unsere Fahrzeuge irgendwo wieder rumgurken, wo sie nichts zu verloren haben. Und dann vielleicht getroffen werden.
Mein Hype kam 1,5 Minuten später. Kann manchmal sein, dass der Bot ein bisschen gestresst ist. Ja, wir müssen mal überlegen, wie viele Sachen hier durch den Bot laufen. Was das Streamlabs-Bot alles mitteilt. Das ist schon nicht wenig, ne? Das ist schon richtig, richtig vieles Zeug. Resources so. Are low. Okay, wir haben jetzt relativ wenig Lagerbestand. Weil hier das Zeug nicht repariert wird. Das gefällt mir halt echt überhaupt nicht, ne? Sollten hier dermaßen viel Plus produzieren. Hier genauso. Hier sollten wir so viel Plus produzieren, aber es verschwindet halt einfach in der Kolonie. Research complete. Unsere Energie schaut gut aus, da kannst du nichts sagen. Marsianische Anpassungsfähigkeit. Kolonisten auf dem Mars geboren wurden, schließen Universitäten und Sanatorien schneller ab und haben höhere Chance, Schulen Stärken zu erhalten. Das ist halt mega cool, weil wir haben halt einen unfassbaren Ausbildungsdruck. Also die Forschung war tatsächlich für uns jetzt gerade eine der wichtigsten. So, Marsianisches Wissenschaftsinstitut wäre halt auch geil. Aber wir hatten, glaube ich, gesagt, Feste auf dem Mars, neue Dekorationen wären auch cool. Das wäre halt auch geil, ne? Was ist das denn? Trockenfeldbau. Die benötigte Wassermenge für Nutzpflanzen wird reduziert. Okay, krass. Ich hätte aber mal gerne Folgendes. Und zwar, ich würde gerne... Diese Vaporatoren wären mega hart wichtig. Geoscape-Kuppel, neues Wunder. Kompakte Hangars, marsianisches Netzwerk... Wo waren das mit den Kuppeln? Schwerkrafttechnik. Kuppel Mega und Megatrigon. Mhm. Können wir irgendwo noch andere Kuppeln freischalten? Gesteinsabfallanlage ist auch cool. Gebäude außerhalb der Kuppel müssen nicht so häufig gewartet werden. Finde ich wichtig, weil wir gerade den Verbrauch haben. Meine Lieben, weil wir gerade den Verbrauch haben. Das sollten wir auf jeden Fall im Griff haben. Gut. Okay, Freunde. Jetzt machen wir Folgendes. Wir werden jetzt eine Sache machen, die ihr auch schon die ganze Zeit fordert. Wir werden eine Drohnenfabrik bauen. Meteor incoming. Okay, der kommt jetzt irgendwo bei uns runter. Wir bauen die hier hin. Das werden wir jetzt bauen, das Ding, weil das wichtig ist. Na, das halte ich für unfassbar wichtig gerade. So. Wir haben 41 offene Stellen und 2 Jobs zu vergeben. Okay. Wie ist denn das eigentlich mit denen hier? Wir müssten ja irgendwann, müssten das ja alles nur noch Biologen sein. Wir könnten auch sagen, dass hier nur noch Biologen arbeiten können. Das wäre auch gut. Was ist das? Das Marsnet. Ja, okay. Intermarsnet. Also, warte mal, wir haben tagsüber tatsächlich ein bisschen wenig Energie, weil aber auch tatsächlich der Meteoritensturm noch ein ganzes Sol dauert. So. Wie schaut's da aus? Produktiones. Meteor incoming. Da unten? Ja gut, da unten kann das reinrumpeln, das ist mir wurscht. Das ist mir egal, ne? Solange es hier oben nicht trifft, bin ich eigentlich ganz gut damit. So, hier haben wir noch ein bisschen Platz für die Abfälle. Hier unten produziert auch alles so nach und nach wieder. Das ist aber völlig in Ordnung. Wir haben da mehr als genug. Puh. Kann man das Spiel hier eigentlich beenden? Ich glaube, irgendwann bist du so weit, dass es tatsächlich egal ist. Aber du hast theoretisch hier Meilensteine auch. Und du hast hier ein Missionsprofil, ne, was du hier eigentlich erfüllen musst. Belohnung 200 Enthusiast-Bewerber. Baue eine Hauptstadt. 60% Terraforming-Fortschritt, 35% Gesamtfortschritt und so weiter. Das ist die Missionsziel für dieses Ding. So, was haben wir noch? Ja, natürlich, Blattketten. Meteor kann da einschlagen. Der erzeugt einen Hüllenbruch an der Kuppel. Und da entweicht dann auch relativ viel an Sauerstoff. Und das ist richtig ein Problem teilweise. Wenn das zu oft kommt, dann kann das schon bedrohlich sein für die Kuppel. Die hatten schon 3 Brüche in manchen Kuppeln. Da schaut dann aus, als ob das Ding gleich in sich kollabiert. Also das ist dann schon schwierig.
So. Okay, meine Lieben. Gut. Wir haben jetzt diese Drohnengeschichte. Wie schaut es da aus? 15. Irgendwas funktioniert. Also hier, die Drohnenlast ist sehr hoch. Das wissen wir schon, ne? Vor allem, weil die halt hier auch diese Hauptkuppeln hier versorgen. Die werden wir jetzt mal folgendermaßen unterstützen. Wir stellen jetzt hier mal wirklich einen, den Rover nochmal hier rüber. Der soll nicht mehr da bei der Ernte helfen. Da haben wir zwei Hubs, die sich helfen können. Wir unterstützen jetzt mal diesen Hub ein bisschen. So, weil der kann nämlich hier auch unterstützen und der kann vor allem die Ressourcen tragen. Hier, guck, jetzt macht der nämlich auch mal was. Weil ich glaube, daran hängt nämlich auch gerade die ganze Geschichte mit dem Teil hier unten, dass hier nichts vorangeht. Weil die kriegen nämlich einfach nichts weitergeleitet. Und das ist, kann zum Problem werden. Okay, die müssen sich gerade aufladen. Ja, genau. Hier kommt nämlich jetzt auch mal ein bisschen was, was die ganze Zeit schon gewartet hat. Das ist schon cool. Okay, Anomalie. So. Nächste Baustelle, die auch irgendwann wichtig werden würde, wäre der Shuttle Hub. Was kostet uns das? Bei Beton haben wir. Polymere, ja, sind knapp. Und das andere. Das ist aber trotzdem, halte ich, auch für eine sehr, sehr wichtige Technologie. Den werden wir auch hier drüben hinbauen. Oder werden wir den hier unten hinbauen? Ist eigentlich egal, ne? Ich will ihn bloß nicht hier hinbauen. Statt Indiana Erbe, Hallöchen! Hallöchen, einen wunderschönen guten Abend. So, meine Lieben. Bauen wir das Ding? Schon, oder? Komm. Aber das geht ja auch jetzt relativ zügig. Ich glaube, das können wir so lassen. Die holen sich das Zeug und dann klappt das hier auch. Wie schaut es jetzt hier aus? Produktion läuft. Wir erhöhen auf die Nachtschicht. Machen wir auch hier generell. Machen wir die Nachtschichten wieder auf. Dann haben wir nämlich auf jeden Fall die Jobs vergeben. 1000 Forschungspunkte. Was forschen wir eigentlich gerade? Nachhaltige Architektur. Der Hub wird gerade fertig, die Drohnenfabrik. Das ist ein bisschen Antenne, Freunde. So, hier machen wir Folgendes. Hier machen wir, lass mal einen arbeiten. Auf hohe Priorität gerade aktuell. Oder lass mal drei arbeiten in der Frühschicht. Das geht ja auch noch. Und jetzt sagen wir bauen 1, 2, 3, 4, 5 Drohnen bauen wir hier drin. Bauen wir mal 10 Drohnen. Da kommen, das wäre jetzt irgendwie wichtig, dass da mal 10 Drohnen durchlaufen. Ich glaube, das ist generell auch für diesen Hub zum Beispiel super wichtig, weil hier geht ja echt gerade in der Verwalterleitung einfach überhaupt nichts. Weil die einfach so mit sich selber beschäftigt sind, dass die da gar nicht dazukommen. Und das wäre aber wichtig, dass die Ressourcen da hinten auf der Seite, also alles, was hier rüber geht, auf diese Seite, dass das wichtig ist. Das wissen wir alle, glaube ich. Das ist unstrittig. Gut, okay. Hier haben wir jetzt niemand mehr, der arbeitet, weil hier die Stellen alle offen sind. Dafür produzieren wir jetzt 5,1 auf 4,6. Das ist halt echt super knapp, ne? Wie schaut es hier aus? Hier sind alle mega hart am Ausbilden. Okay. Gut, wir können dem halt jetzt nach und nach, geben wir dem jetzt einfach mal hier so ein bisschen die Ressourcenzeit. Dann pumpen die nämlich da jetzt mal 10 elektronische Komponenten rein. Und dann haben wir das nämlich auch fertig. Bei dem macht er das ähnlich. Das ist gut, dass wir das hier so gerade machen. Wie wäre es mit noch ein paar Bewohnern? Wir kriegen tatsächlich permanent neue Bewohner. Und jetzt schaut unsere Bevölkerungsstatistik auch mal gar nicht schlecht aus. Wir haben einen riesen Peak bei den im mittleren Alter Befindlichen. Aber Jugendliche und Kinder gleichen den relativ gut wieder aus. Und vor allem, wir haben nicht ganz so viele Senioren wie bisher immer gehabt. Also das ist gerade ein relativ guter Stand momentan. Wir brauchen allerdings irgendwann eine neue Kuppel. Wir haben noch 41 freie Wohnräume. Das ist jetzt noch nicht so kritisch, aber 63 Arbeitsplätze. Und wir haben alles ziemlich hart beschränkt aktuell. Also das wäre jetzt so eine Sache, wo ich sagen würde, ja, da müssten wir vielleicht nochmal rangehen. Wir werden auch vermutlich hier nochmal ein bisschen die Arbeitsplätze hochknappen müssen. Wir verlieren nämlich tagsüber auch einfach ein wenig an Energie. Haben wir die Laser noch an? Ja, die Laser haben wir noch an. Die schalten wir jetzt aus. Dann produzieren wir jetzt 97 plus. Okay, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir machen tagsüber die Schichten raus und machen hier Spezialisten rein.
und machen Folgendes und senken hier die Produktion nochmal ab. Jetzt haben wir 31 auf Plus. Müssten nachts auch gut auf Energie produzieren. Oder zumindest nicht mehr so viel verlieren. Das schaut gut aus. Gut. Wie schaut es jetzt hier aus? Hier wird gearbeitet. Hier klüppeln sie schon die Drohnen zusammen. Das ist natürlich nicht ewige Zeiten, was die da machen, aber könnte schon ganz gut was werden. So, ich erhöhe mal jetzt hier auf eine vierte Drohne. Mal gucken. Jetzt blicke ich das erst. Jetzt blicke ich das doch erst. Meine Güte. Da ist dieser Punkt, der immer schon schwierig war. Ja, uns fehlt hier der spezialisierte Punkt, an dem dieser Hub hinkommt. Weil der kommt nämlich nicht zu diesem Verteilzentrum hier drüben. Da ist das Ding. Und jetzt holen die das nämlich auch. Jetzt habe ich endlich den Punkt erreicht oder das Ding gefunden, warum das nach rechts immer schon ein Problem war, Sachen zu bauen. Und das Krasse ist ja, dass der hier an den hier oben sogar hinkommt. Das heißt, das ist gar nicht schlecht. Okay, jetzt kommt ein Staubsturm. Das ist natürlich jetzt ganz großes Kino. Oh yes, meine Lieben. Oh yes. So, Treibstoff wird hier gelagert. Treibstoff wird hier gelagert. Hier wird auch Treibstoff gelagert. Das bedeutet, wir können den Treibstoff jetzt endlich umlagern. Und hier kommen sie, meine Lieben. Die Drohnen. Die fliegenden Drohnen. Ich würde sagen, das ist doch mal ein epischer Hype wert, oder? Wir haben fliegende... Wir haben Flugdrohnen. Und die Shuttles sind hart überlastet. Aber das ist mir völlig egal, meine Lieben. Weil die sind nämlich tatsächlich hier da richtig schon unterwegs. Haben wir doch jetzt richtig gut hinbekommen, oder? 3, 5. Okay, alles klar. Der Hype ist real, meine Lieben. Oh. Unsere Mediziner haben tatsächlich gerade einen absoluten Mangel. Lass uns mal hier 4 Leute als Mediziner ausbilden, damit wir das auf jeden Fall nachkriegen. Weil ich glaube, die werden nämlich alle gerade, die sind nämlich alle schon ein bisschen älter. Und das ist natürlich ein Problem. Aber dauert ja auch. Dauert ja auch. Libo, danke dir. Ich sehe nur Herzen. So muss das. Ey, Baby Beamcrafter, so muss das. So. Okay, hier wird repariert. Hoffentlich. Jetzt müssten halt die Drohnen auch dann langsam mal hier durchfahren. Okay. Da wird noch zusammengeknüppelt. Da wird, ist Sprit drinnen. Wie gesagt, wir könnten dann mal bei Gelegenheit hier einfach noch erhöhen. Auch noch eine weitere. Dann haben wir 4 von 6. Dann bauen wir halt hier noch ein bisschen mehr zusammen. Das klappt ganz gut, glaube ich. Wie ist die Reichweite von dem Shuttle Hub? Global, glaube ich. Ich sehe da keine Reichweite von dem Teil selber per se. Ich denke mal, das Ding ist global auf der ganzen Karte aktiv. Und wenn es halt mal schnell gehen muss, gerade was Reparaturen oder sowas betrifft, auffüllen von irgendwelchen Dingern hier, dann können die das halt super schnell über die ganze Karte fliegen. Schau, da kommt einer. Holt jetzt hier. Bis, oh ne, die bringen hier Sachen. Schau, jetzt geht das mal richtig steil. Na, dann wird halt hier vielleicht mal irgendwann mal was fertig auch. Oder mal was repariert, auch wichtig. Wow. Der Disput, meine Lieben. Der Streit zwischen den Ingenieuren und Wissenschaftlern ist eskaliert. Und ist jetzt das Gesprächsthema Nummer 1 in der Kolonie. Der Streit, welcher Beruf wichtiger für die Kolonisierung des Mars ist, spaltet die Kolonisten in 2 Lager. Du hast versucht, dich aus dieser lächerlichen Diskussion herauszuhalten, aber Vertreter der beiden Lager sind dir auf dem Weg zum Mittagessen aufgelauert. Du stehst mit dem Rücken zur Wand, als sie dich fragen, Kommandant, wer ist wichtiger für den Erfolg der Kolonie, Ingenieure oder Wissenschaftler? 1. Kommandantenprofil, nicht Erfinder. Die Arbeit der Wissenschaftler ist die Grundlage für die Arbeit der Ingenieure. Wissenschaftler erhalten einen Moralboost, Ingenieure verlieren einen für 10 Souls. Kommandantenprofil, nicht Hydroingenieur. Ingenieur verwirklicht die Theorien des Wissenschaftlers. Mhm. Umgekehrt. 3. Was zum... Das ist doch lächerlich. Beide sind gleich wichtig. Ihr habt die Wahl. Botaniker. Okay, der Chat ist überwiegend und fast ausschließlich für die Nummer 3. Dann machen wir das.
Gut. Wir haben Forschung abgeschlossen. Nachhaltige Architektur innerhalb einer Kuppel müssen Gebäude nicht mehr so häufig gewartet werden. Eine unfassbar wichtige Technologie. Denn das ist natürlich nervig wie Schwein. Gut, meine Lieben. Jetzt schauen wir nochmal kurz in die Forschung. Damit wir das nochmal auf dem Plan haben. Ich würde nämlich gerne noch ein bisschen den Biotech machen. Hängende Gärten, schöne Parkanlage, Komfort aller Bewohner, nett. Pensionsalter und Tod durch Altersschwäche treten im Leben eines Kolonisten deutlich später ein. Das ist eine Forschung, meine Lieben. Die werden wir machen. Sau wichtig. Damit ziehen wir das Lebensalter in die Unendlichkeit gefühlt. Ja, auf jeden Fall deutlich länger. Dann werden die Kolonisten nicht ganz mehr so schnell uns zum Senioren weiter entwickeln, ja. Das ist schon mal cool. Das ist schon mal sehr cool. Das machen wir jetzt einfach mal. Und dann würde ich sagen, an dieser Stelle gehen wir rüber in die Talkrunde. Denn für heute ist nämlich Feierabend, aber wir spielen noch ein bisschen Marvels. Was all that we knew when this song was still new, when this all was still new.